Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute die 20 gruseligsten Dinger an, die am Strand gefunden wurden. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da, Leute, schaffen wir 500 Likes. Und falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort. Wir sind so kurz vor 400.000 Abonnenten. Wir schaffen das. Let's go! Hey, willkommen zu einem neuen Video. Moin. Wenn man an den Strand denkt, kommen einem oft die Bilder von Sonne, Meer und Sand in den Sinn. Es ist ein Ort, an dem man normalerweise schöne Erinnerungen sammelt und die entspannende Umgebung genießt. Aber das ist nicht immer der Fall. Heute zeigen wir euch die 20 gruseligsten Dinge, die man an Stränden gefunden hat. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann okay, ich sag jetzt schon mal irgendwie so, glaubt ihr, es werden eher Tiere sein oder werden irgendwie so Sachen sein wie Gegenstände, so Waffen oder keine Ahnung, irgendwie sowas? Was glaubt ihr? Vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ich hab's noch nie geschafft, Alter, endlich mal! Let's go, Platz 20. Nummer 20. Endlich habe ich's raus, Leute. In Alberta, Kanada, wurde ein seltenes Fossil entdeckt, das aus einer Zeit vor der Entstehung der Dinosaurier stammt. Oh mein Gott. Orobates Papsti gehört zu einer Gruppe alter Reptilien, den Synapsiden. Das Fossil ist schätzungsweise 309 Millionen Jahre alt und damit eines der ältesten jemals gefundenen Reptilien-Fossilien. Es ist so... Digga, schau mal, ich finde allein schon so, wenn ich denke, so vor 50 Jahren, Bruder, ist geistkrank lang, 3 Millionen, was, 300 Millionen, 3 Millionen Jahre? Das, was? So gut erhalten, dass es noch Spuren der Weichteile und organischen Bestandteile des ursprünglichen Lebewesens aufweist. Oh mein Gott. Wissenschaftlern zufolge konnten sie damit eine detaillierte Nachbildung der Skelett- und Muskelstrukturen der Kreatur rekonstruieren. Geistkrank. Dies gibt wertvolle Einblicke in die Biomechanik des Tieres und wie es sich bewegen konnte. Alter, ein weiteres faszinierendes Merkmal des Fossils ist die Tatsache, dass es in einem sumpfigen Gebiet mit niedrigem Sauerstoffgehalt gefunden wurde und daher in einem hervorragenden Zustand erhalten blieb. Wahnsinn. Dies ermöglichte es dem Tier, Millionen von Jahren zu überdauern, was unglaublich selten ist. Ich check's nicht. Geht das bei Menschen aber auch, dass wenn man die jetzt Millionen von Jahren später finden würde, sozusagen, das, also wird das auch gehen? Nee, oder? Oder hä? Der, keine Nummer Ahnung. Nummer 19. Ich bin so blöd für sowas, Alter. Ein Erdfall ist ein geologisches Phänomen, das auftreten kann, wenn die Oberflächenschicht der Erde zusammenbricht. Hä? Aber ein Erdfall in der Nähe eines Strandes ist ziemlich selten. Im Jahr 2021 demonstrierte die Natur ihre beeindruckende Kraft in Form eines riesigen Sinklochs, das an einem beliebten Strand in Queensland, Australien entstand. What? Es wird vermutet, dass die instabile Küstengeologie und extreme Wetterbedingungen die Ursache dafür waren. Was als kleine Öffnung begann, wuchs zum Erstaunen der Einheimischen zu einem gewaltigen, etwa 150 Meter breiten Abgrund heran. Bro, imagine, du bist hier so schön am Sonnen, Alter, liegst da so ganz entspannt, Alter, auf einmal fällt alles runter. Du wirst einfach so runtergezogen in so ein Loch. Bro, guck mal, das war alles mal Strand. Seht ihr, das hier ist jetzt dieses Loch. Digga, WTF, es gibt so seltsame Sachen auf der Welt, ne? Während Wissenschaftler und Geologen schnell vor Ort waren, um die Ursache zu erforschen, strömten die Touristen in Scharen an den Strand, um das Ereignis zu sehen. Boah. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Erdrutsch an der Küste handelte, der wahrscheinlich durch starke Regenfälle und Sturmfluten verursacht wurde. Oh mein Gott! Dieser Strand ist eine beliebte Touristenattraktion und die Tatsache, dass sich ein Erdfall am Strand auftun kann, ist ziemlich beängstigend. Findet ihr nicht voll auch? Voll krass, Mann! Nummer 18. Auch die Eier haben, dahin zu gehen dann. Seit einigen Jahren sorgen mysteriöse Teerbälle an Stränden in aller Welt für Unruhe. Okay. Von Manhattan Beach in Kalifornien bis zur israelischen Mittelmeerküste sind diese Teerkugeln zu einer Plage für die Umwelt und die Menschen geworden. Teerkugeln sind harte, klebrige Teerklumpen, die an Stränden angespült werden können. Kann es auch einfach sein, dass es ein bisschen kacke ist? Vielleicht hat da einfach jemand ein bisschen hingekackt. Ah, hat keiner gesehen? Oh, war's nett? Ja, was war denn da? Epa, jetzt so und schon hast du die Teerklumpen. Sie sind in der Regel dunkelbraun oder schwarz gefärbt und können zwischen einigen Millimetern und mehreren Zentimetern groß sein. Außerdem können sie eine Gefahr für Tiere und die Umwelt darstellen, da sie giftige Chemikalien enthalten. Im Mai 2015 wurden Teerkugeln am Manhattan Beach angespült, was dazu... Der sieht halt wirklich aus wie Kacke. ...führte, dass der Strand während der Aufräumarbeiten gesperrt werden musste. WTF. Die Quelle der Teerkugeln wurde zu einem Ölleck zurückverfolgt, das vermutlich von einem Pipeline-Leck herrührte. Dies war jedoch nicht der einzige Fall, in dem Teerkugeln gefunden wurden. Im Jahr 2023 wurden an der Küste Israels riesige Mengen von Teerkugeln gefunden, die eindringlich daran erinnerten, welche verheerenden Auswirkungen Ölunfälle auf die Umwelt haben. Es ist halt krass, diese Ölunfälle, die machen die Natur und den Ozean und das Meer und alles so kaputt, ne? Das ist so schlimm, wie sehr der Mensch eigentlich die Natur kaputt macht. Super sad, Alter, ne? Das Gebiet wurde von einer der schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte des Landes heimgesucht. Krass. Man geht davon aus, dass das Leck von einem Schiff stammt, das während eines Sturms etwa 50 Kilometer vor der Küste lag. Ja, Seid also vorsichtig.
vorsichtig, wenn ihr am Strand diese Teerkugeln sieht. Mann, denn sie sind hochgiftig und können bei Hautkontakt schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Und dann stell dir mal vor, was das mit den Tieren macht, die im Wasser sind. So, wisst ihr, wie ich meine, Alter? Nummer 17. Damn, Alter. Sad, ne? Sad. Im Zeitalter der Weltraumforschung wünschen wir uns alle, mit außerirdischem Leben in Kontakt zu kommen. Was aber, wenn dieser Kontakt näher an unserem Zuhause stattfindet, als wir erwartet haben? Darf ich vorstellen, die Alien Hunt, die kürzlich an einem Strand in Wisconsin, USA entdeckt wurde. Eine Gruppe von Freunden spazierte an der Küste entlang und genoss den schönen Tag, als sie über eine bizarre Skeletthand stolperten. Was? Zunächst dachten sie, es handle sich um eine Halloween-Requisite, doch bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass sie etwas wirklich Außergewöhnliches entdeckt hatten. Die skelettierte Hand machte weltweit Schlagzeilen und die Menschen waren in heller Aufregung über die mögliche Entdeckung von außerirdischem Leben. Ob es sich um eine ausgestorbene Spezies oder ein Naturwunder handelt, wissen wir immer noch nicht. Oh mein Gott! Was die Jungs am Strand gefunden haben. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Also Bro, Real Talk, ne, das sieht wirklich, also entweder ist es so ein Dinosaurier, so ein riesiges Dinosaurier-Ding, oder ist es halt irgendwie ein Alien oder so. I don't know, Bro, Alter. Sehr, sehr wild. Was? Nummer 60. Wieso höre ich erst jetzt davon? Jeder hat schon einmal gekotzt, aber das ist normalerweise nicht... Was für ein Übergang. Die gruseligsten Stranddinger oder so. Wertvoll. Aber wenn es um Wale geht, ist das eine ganz andere Geschichte. Das Erbrochene von Walen kann tatsächlich eine enorme Menge Geld einbringen. Was? Im September 2021 fand ein Fischer an einem Strand in der südthailändischen Provinz Surat Thani einen 30 Kilogramm schweren Klumpen Ambra, auch bekannt als Walerbrochenes. Ambergris ist eine seltene und wertvolle Substanz, die von Walen produziert und als Bestandteil von Luxusparfums verwendet wird. Warte mal, Bro, willst du mir sagen, dass Luxusparfums benutzen Walkotze? Was? Bro, was ist mit den Menschen los? Hä, wie weird? Der Klumpen, den der Mann fand, wäre mehr als $1 Million wert. Was? Gewesen, was für den Fischer eine lebensverändernde Entdeckung war. Ambra wird im Verdauungstrakt von Walen produziert und bildet sich vermutlich als Reaktion auf die scharfen Schnäbel der Tintenfische, die sie fressen. Es kann jahrelang im Meer treiben, bevor es an Stränden angespült wird. Im Laufe der Zeit entwickelt Ambra durch die Einwirkung von Sonnenlicht und Salzwasser einen einzigartigen Duft und ist daher bei Parfümherstellern sehr begehrt. Obwohl der genaue Wert von Ambra schwer zu bestimmen ist, gilt er im Allgemeinen als eines der teuersten Güter der Welt, wobei die Preise von einigen hundert bis zu mehreren tausend Dollar pro Gramm reichen. Digga, das ist krank. Bro. Nummer 50. Mensch, Alter, ich will nicht drüber reden. Super eklig. 2023 wurde eine mysteriöse Metallkugel am Enshu-Strand in der japanischen Stadt Hamamatsu angespült. Okay. Die große Eisenkugel hatte einen Durchmesser von etwa 1,5 Metern und Experten, die das Objekt mit Röntgentechnik untersuchten, stellten fest, dass es hohl war. Glücklicherweise handelte es sich also nicht um eine verirrte Mine, sondern um etwas anderes. In den lokalen Medien wurde heftig über die Herkunft der Metallkugel spekuliert, aber die Behörden gaben zu, dass sie keine Ahnung hatten, was es war oder woher es kam. Okay. Der Fund löste tagelange Spekulationen aus und diskutierten verschiedene Theorien über ihren möglichen Zweck und Ursprung. Experten aus verschiedenen Bereichen untersuchten das Objekt, um herauszufinden, woraus es bestand, aber ihre Bemühungen blieben erfolglos. Hä? Obwohl es hohl war, ließen seine dunkle metallische Oberfläche und seine Größe auf etwas Außerirdisches und Geheimnisvolles schließen. Sieht aus wie so ein Kaugummiball. Kennt ihr diese fetten Kaugummis, die so in den Mund, den ganzen Mund füllt? Genauso sieht es aus, wie so ein fetter Kaugummiball für Wale oder so. Wie zu erwarten, gab es zahlreiche Spekulationen, von Außerirdischen über streng geheime Regierungsexperimente bis hin zu Überresten eines Meteoriten. Konkrete Beweise gab es jedoch nicht, was zu der Vermutung führte, dass die Kugel aus dem Weltraum stammen könnte. Krank. Nummer 14. Am Ende so ein Meteorit oder sowas, oder? Die geheimnisvolle Natur der Meerjungfrauen hat die Menschheit seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen. Was aber, wenn diese Wesen mehr sind als nur Hirngespinste? Die kürzliche Entdeckung eines möglichen Meerjungfrauenskeletts am Strand von Liverpool hat die Menschen zum Grübeln gebracht. Was? Menschen auf der ganzen Welt begannen zu diskutieren, wem das Skelett gehörte. Es tauchte über Nacht am Strand auf und die Experten konnten seine Herkunft nicht bestimmen. Im Internet kursieren zwar viele Videos von Meerjungfrauen, aber es konnte nie bewiesen werden, dass sie tatsächlich existieren. Oh, manche Digga. Menschen glauben an sie, während andere meinen, es handele sich einfach um Seekühe. Das am Strand gefunden. Digga, okay, Bro, also das ist schon Front. Das ist schon Front an alle Meerjungfrauen und so. Als ob eine Meerjungfrau wie eine Seekuh aussieht, Digga. Eine Seekuh, Alter. Wisst ihr, wie Seekühe aussehen, Mann? Und eine Meerjungfrauenskelett sieht aus wie eine menschenähnliche Figur mit einem langen Schwanz. Könnte es eine echte Meerjungfrau sein? Manche meinen, es könnte sich um eine unbekannte Fischart handeln. Was meint ihr dazu? Nummer 13. Keine Ahnung, Bro. Also Meerjungfrauen weiß ich jetzt nicht, aber... Im Jahr 2018 wurde ein mysteriöses Objekt an den Stränden entlang der australischen Küste angespült, was Militärforscher vor ein Rätsel stellte. Der Strand, der häufig von Angehörigen der Luftwaffe besucht wird, wurde plötzlich zum Schauplatz einer verwirrenden Entdeckung. Das Objekt, das aus Metall besteht und eine runde Form hat, ist mit Symbolen und Markierungen versehen, die noch nicht entschlüsselt werden konnten. Boah. Die genaue Beschaffenheit des Objekts bleibt bis heute ein Rätsel. Boah, warte mal, da ist wie so Alien-Zeug hier drin und sowas so. Es gibt Gerüchte, dass einige Militärbeamte über den bizarren Fund stillschweigen bewahren mussten. Ja, ja. Einige Berichte deuten jedoch darauf hin, dass das Objekt mit
mit geheimen militärischen Operationen in Verbindung stehen könnte. Die begrenzten Informationen über das Air Force Beach Mystery machen es schwierig zu bestimmen, worum es sich genau handelt, und die mangelnde Transparenz der Militärbeamten hat nur zu weiteren Spekulationen geführt. Ja, ja. Einige Theorien legen jedoch nahe, dass das Objekt mit geheimer Militärtechnologie zu tun haben könnte. Andere vermuten sogar, dass es Teil einer größeren Verschwörung oder Vertuschung sein könnte. Nee, es ist safe. Also, irgendeine Vertuschung oder irgendwas, ist es safe, Mann, Leute, 100%. Weil ansonsten würden die einfach sagen, guck mal, das ist das, würden dir beweisen, so und so war es und Ende. Wenn du immer so Geheimnisse rumtun und ja, keiner weiß was, dann ist es immer irgendwas, was so richtig deep crazy drin ist, Alter, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Nummer 12. Die Entdeckung eines gestrandeten deutschen U-Boots aus dem Ersten Weltkrieg am Strand von Hastings in England hat viele Historiker vor ein Rätsel gestellt. Das Auftauchen des verschollenen U-Boots hat national und international große Aufmerksamkeit erregt und die Menschen fragen sich, wo es herkommt. Die Geschichte besagt, dass das U-Boot von der Besatzung absichtlich gestrandet wurde, nachdem mechanische Probleme aufgetreten waren. Da sie nicht in ihren Heimathafen zurückkehren konnten, ließen sie das U-Boot im Meer zurück. Als es am Strand entdeckt wurde, wurde es schnell demontiert, damit es nicht zu einer Touristenattraktion wurde. Heftig. Viele Menschen waren jedoch von seinem einzigartigen Design und seiner Geschichte fasziniert. Die Geschichte des Fundes ist im Laufe der Zeit weitgehend in Vergessenheit geraten. Und der Ort, an dem das U-Boot gestrandet war, ist heute nicht gekennzeichnet und der Öffentlichkeit unbekannt. Okay. Die Details der Reise des U-Boots bleiben jedoch ein Rätsel. Warum wurde das U-Boot versenkt und wo sind alle Passagiere geblieben? Nummer 11. Digga, es gibt so viele Sachen, die einfach nicht aufgeklärt wurden. Es ist wirklich, da kannst du so ein deepes Rabbit Hole gehen. Ganz crazy, ein wildes Raubtier, das einen Strand besetzt, ist schon ein ziemlich verstörender Anblick. Aber wie wäre es mit Tausenden von Krokodilen an einem Strand in Brasilien, die sogar die örtliche Bevölkerung in Panik versetzen? Obwohl der genaue Grund für ihre Anwesenheit am Strand nicht bekannt ist, vermuten Experten, dass die Süßwasser! Krokodile, Süßwasser! Die aus den nahegelegenen Sumpfgebieten eingewandert sein könnten, um den rauen klimatischen Bedingungen zu entgehen oder um günstigere Brutplätze zu finden. Die potenzielle Gefahr, die von so vielen Krokodilen an einem Ort ausgeht, darf nicht unterschätzt werden. Die Behörden arbeiten hart daran, die Krokodilpopulation zu kontrollieren und die Sicherheit der örtlichen Bevölkerung und der Touristen zu gewährleisten. Junge! Es ist jedoch eine schwierige Pro-Rip, wenn du ein Fisch bist, der in dieser Gegend lebt. Digga, Alter, die ganzen Fische, die in dieser Gegend leben, die ganzen Tiere, Rip, Alter, fettes L an euch, Alter. Die Aufgabe, wenn sich eine so große Anzahl von Krokodilen am Strand aufhält. Geistkrank. Nummer 10. Geistkrank, okay, Platz 10, let's go. Eine mysteriöse, augenlose Kreatur, die an der Küste von South Carolina angespült wird, klingt wie der Anfang eines Horrorfilms. Aber das ist tatsächlich passiert. Die Entdeckung hat viele Spekulationen über die Identität und Herkunft der Kreatur ausgelöst. Einige vermuten, dass es sich um eine unentdeckte Spezies oder eine Mutante handeln könnte. Die Kreatur, die etwa 1,5 Meter lang ist und einen schlanken Körper hat, wurde von einem Strandbesucher entdeckt. Nach Ansicht von Experten könnte es sich um eine Art Meeresschnecke oder Aal handeln, aber eine endgültige Identifizierung ist noch nicht erfolgt. Okay. Das Seltsame ist, dass dem Tier die Sehorgane fehlen. Selbst nach der Untersuchung konnten die Experten die Kreatur nicht in bekannte Arten oder Tiergruppen einordnen. Einige vermuten, dass die Kreatur der Umweltverschmutzung oder dem Klimawandel zum Opfer gefallen sein könnte. Oha. Andere meinen, es könnte sich um ein Tiefseewesen handeln, das irgendwie an die Oberfläche gelangt ist. Sah aus wie so ein Drache. Nummer 9. So ein kleiner Unterwasserdrache, ne? Es ist ungewöhnlich, Bienen am Strand zu finden, da Bienen normalerweise Blumen und Pflanzen besuchen, um Nektar und Pollen zu sammeln. Ich schwöre, gestern bin ich so auf die Terrasse gegangen, dann lag da so eine Biene einfach und die war so voll so hier und so kaputt. Dann habe ich die genommen, habe die auf so eine Pflanze gesetzt, habe so ein bisschen mit der gechillt und so, ein bisschen mit der geredet. Klingt jetzt dumm, aber danach ist sie weggeflogen. Da ging es dann wieder gut. Ich habe die ein bisschen aufgebaut, mental und so, wisst ihr? Ohne Blumen in der Nähe ist es unwahrscheinlich, dass sich Bienen an den Strand wagen. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie zum Beispiel in Cape May, New Jersey, ATF, die Strandbesucher beunruhigt haben. Einige Experten vermuten, dass die Bienen möglicherweise ihrer Königin gefolgt sind oder nach Wasser gesucht haben. In den letzten Wochen wurden viele Bienen gesichtet, die am Strand herumschwirren. Möglicherweise wurden die Bienen von den nahegelegenen Stechpalmen angelockt, die die Bienen mit Nektar und Pollen versorgen. Obwohl die Anwesenheit von Bienen am Strand auf den ersten Blick harmlos ist. Bro, ich würde das Handtuch für immer da liegen lassen. Stell dir mal vor, du kaufst so ein Louis Vuitton Handtuch für 2000 Euro. Digga, ich würde es liegen lassen, oder? Würdet ihr holen? Bro, Alter, Rip, stell dir mal vor, das schüttelst du aus, Alter. 2000 Bienenstiche. Erscheinen mag, wächst die Besorgnis unter Imkern und Umweltaktivisten. WTF? Leider gehen die Bienenpopulationen weltweit aufgrund von Faktoren wie Pestizidbelastung, Lebensraumverlust und Krankheiten zurück. Die Anwesenheit von Bienen an einem beliebten öffentlichen Ort wie einem Strand. Oder schau mal, er hat so einen fetten Anzug an, der kleine Junge da hinten guckt einfach nur so oben ohne, Bro. Ach, ist okay, Alter. Den Jungen, dem passiert schon nichts, aber eher so mit Anzug, ne? Kann jedoch für Menschen, die allergisch auf Bienenstiche reagieren, ein ernsthaftes Risiko darstellen. Krass. Könnt ihr auch weglaufen, wenn ihr am Strand auf einen Bienenschwarm stoßt? Digga, lasst es safe uns in den Kommentaren wissen. Sehr creepy. Nummer 8. Gar keinen Bock allein aufs Geräusch. Kürzlich wurde an einem Strand in Barcelona eine Bombe aus dem Bürgerkrieg entdeckt, was die Behörden veranlasste, das Gebiet zu evakuieren. Es wird vermutet, dass die Bombe seit Jahrzehnten im Sand vergraben war. Ach, diese unerwartete Bedrohung verdeutlicht die anhaltenden und oft verborgenen Auswirkungen vergangener Konflikte. Geistkrank. Der Strand ist ein beliebtes Touristenziel und hat auch eine historische Bedeutung als Verteidigung. Läuft die gerade? Schau mal, hat die... Also, schau mal, die guckt da auch dahin. Seht ihr, wie ich meine? Also, da ist das...
Weise Eule, was ist das für ein Video? Standort während des spanischen Bürgerkriegs in den 1930er Jahren. Die gefundene Bombe wog etwa 80 Kilogramm und war vermutlich noch aktiv. Experten des Bombenräumkommandos wurden hinzugezogen, um die Bombe sicher zu entfernen und zu zerstören. Dieser Vorfall soll euch daran erinnern, wachsam zu bleiben und verdächtige Gegenstände den örtlichen Behörden zu melden. Wenn ihr also am Strand spazieren geht und auf einen Gegenstand stoßt, ist es besser, vorsichtig zu sein, denn man weiß nie, ob man nicht auf ein Minenfeld stößt. Die Evakuierung des Strandes führte zu erheblichen Störungen und Unannehmlichkeiten für Anwohner und Besucher. Aber glücklicherweise ging alles gut aus. Okay, stark, stark, stark. Platz Nummer 7. 7. Während die Sommertemperaturen steigen und die Strandbesucher an die Küste strömen, ist in der Nähe des Dorfes Scholtschin auf der Krim eine Quallenplage zu beobachten. Quallen sind richtig kacke, Alter. So. Ich bin auch mal als Kind eine Qualle so, habe ich berührt, es hat gebrannt, das kann ich euch nicht erzählen, ne? Tausende dieser Meeresbewohner wurden angeschwemmt, ein gruseliger Anblick. Wow. Diese Art von Quallen ist im Asowschen Meer, einem Randmeer des Schwarzen Meeres, weit verbreitet. Wow. Die Quallen sind als Aurelia Aurita oder Mondquallen bekannt. Obwohl sie im Allgemeinen für Menschen nicht tödlich sind, können ihre stechenden Tentakel dennoch Schmerzen verursachen. Einigen Berichten zufolge können die Stiche eine klebrige Substanz hinterlassen, die sich unangenehm anfühlt. Sie sind außerdem durchsichtig und haben eine charakteristische Kleeplattform mit flatternden Tentakeln, die aus ihrer Knochen herausragen. Darüber hinaus haben sie eine einzigartige symbiotische Beziehung zu einem kleinen Krebstier, dem Amphipoden, der in ihrer Glocke lebt und sich von ihrem Schleim ernährt. Ja. Im Gegenzug bietet die Amphipode der Qualle Schutz vor einigen Fressfeinden, indem sie selbst giftig wird. Es wird angenommen, dass die Quallen, die in den Sommermonaten häufig im Schwarzen Meer zu sehen sind, durch starke Winde und Strömungen an die Küste getrieben werden. Das Vorkommen der Quallen hat zu Warnungen der Behörden geführt, die den Strandbesuchern raten, vorsichtig zu sein und die Kreaturen nicht zu berühren. Nummer 6. Boah, Digga, das ist schon heftig. Ein seltener Seetornado wurde an einem brasilianischen Strand gesichtet und sorgte für ein Spektakel, das zahlreiche Schaulustige anlockte. Ein Seetornado? Bruder, ein Seetornado? Habe ich ja noch nie von gehört. Schwimmst du einfach auf einmal. Na, den Voice Crack hat keiner gehört. Bitte, Alter, bitte hat keiner gehört. Alter, tut einfach so, wie wenn ihr nicht gehört hättet. Alter, wieso habe ich immer noch Voice Cracks? Verdammt nochmal, ich bin ein alter Mann. Ein Tornado, der sich einem Strand nähert, ist eines der furchterregendsten Dinge, die man je gesehen hat. Und hier ist der Grund dafür. Der Tornado, auch bekannt als Wasserhose, bildete sich über dem Meer in der Nähe der Küste des Strandes Ponta Negra in Natal, Brasilien. Okay. Das Ereignis wurde auf Video festgehalten und in den sozialen Medien weithin geteilt. Während sie gefährlich sein können, wenn sie auf dem Land auftreten, lösen sich Seetornados normalerweise harmlos über dem Wasser auf. Neben Wasserhosen gibt es jedoch auch Sandhosen. Diese treten relativ häufig an Stränden auf, wo es viel Wind und starke Temperaturunterschiede gibt. Ja. Diese kleinen Wirbelstürme sind in der Regel viel schwächer als ihre größeren Gegenstücke, aber dennoch Schäden verursachen und eine Gefahr darstellen. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für ein Sandboot ereignete sich 2019 in Coney Island, New York, als sich vor der Küste eine Wasserhose bildete und über den Strand zog, wobei sie einige Zelte und Liegestühle mitriss, bevor sie sich über dem... Stell dir vor, da pennst du gerade in dem Moment und auf einmal geht der über dich und fliegst du einfach mal durch die Luft, Alter, durch. Er auflöste. Brasilien treten regelmäßig Sandstürme auf, insbesondere an der Südostküste des Landes. Im Jahr 2020 wurde vor der Küste von São Paulo ein weiterer Sandsturm gefilmt, der die Anwohner in Angst und Schrecken versetzte. Boah, Junge, Alter. Hören wir auf. Nummer 5. Hören wir auf. Okay, Platz 5. Top 5. Serpent the Ocean ist ein beeindruckendes Schlangenskelett, das in der Küstenstadt Saint-Brevin-le-Pin in Frankreich gefunden wurde. Diese Meeresschlange ist ein legendäres Wesen, das seit Jahrhunderten die Fantasie von Seefahrern und Landbewohnern beflügelt. Es heißt, sie lebe in den Tiefen des Ozeans und wurde im Laufe der Geschichte schon mehrfach gesichtet. Einige Menschen glaubten, dass am Strand tatsächlich ein riesiges Schlangenskelett gefunden wurde. Aber das war leider nicht der Fall. Serpent the Ocean ist eine vom chinesischen Künstler Huang Yong geschaffene Skulptur. Okay. Die wellenförmige Form der Schlange soll an die Bewegung der Wellen erinnern. Und die silberne Farbe passt zum umgebenden Sand und Meer. Sie wurde erstmals 2012 aufgestellt und ist seitdem zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Crazy. Trotz ihres furchterregenden Rufs hat die Serpent Ocean in vielen Kulturen eine positive Rolle gespielt. Mhm. Viele Seeleute glaubten auch, dass die Kreatur bei langen Seereisen Schutz und Glück bringen könnte. Das Schlangenskelett hat jedoch dazu geführt, dass Menschen aus der ganzen Welt den Strand besuchen wollen. Crazy, Nummer 4. Aber Sascha, also sieht schon sehr real aus. Der tasmanische Globster ist eine mysteriöse Kreatur, die 2017 an einem Strand im Westen von Tasmanien, Australien, angespült wurde. Das seltsame Tier wurde von einer Gruppe von Anwohnern entdeckt, die an der Küste des Strandes spazieren gingen. Okay. Der Kadaver wurde als etwa 15 Meter lang, hellrosa gefärbt und von rauer, lederartiger Beschaffenheit beschrieben. Die Entdeckung des tasmanischen Kugelsterns löste in der Bevölkerung und unter Wissenschaftlern große Aufregung und Spekulationen aus. Einige meinten, es handle sich um eine neue Spezies oder um eine unbekannte Art von Riesenkalmar, während andere meinten, es sei ein verwesender Wal. Die Kreatur war über 6 Meter lang und wog etwa 4 Tonnen. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Theorien zur Erklärung der Herkunft des tasmanischen Riesenkalmars aufgestellt. Das ist das einzige Bild, Bro. Das sieht einfach aus wie ein fetter Rotzhaufen, Alter. Was ist? Einfach wie ein Stein sieht das aus. Das ist einfach Stein. Wurden Experten der Tasmanian Museum and Art Gallery hinzugezogen, um den Kadaver zu untersuchen und seine Identität zu bestimmen. Nach der Analyse von Gewebeproben und anderen Beweisen kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei der Kreatur tatsächlich um einen verwesenden Wal handelte. Einige Menschen glauben jedoch nicht an diese Geschichte und halten es nach wie vor für eine andere Art von Seeungeheuer. Das ist immer die Beste. Dass den tasmanischen Glocken
Jobs da umgibt, hat seine Entdeckung das Interesse an den riesigen und rätselhaften Kreaturen, die unsere Ozeane bevölkern, neu entfacht. Digga, diese Menschen, wissenschaftlicher Beleg, es ist ein Waldi. Nö, ich glaube nicht dran. Nö, glaube ich nicht dran. Nummer 3. Top 3, Alter, let's go. Im Jahr 2021 wurde ein mysteriöser Schädel an einem Strand in New Jersey angeschwemmt und löste sowohl bei Experten als auch in der Öffentlichkeit eine Welle von Spekulationen aus. Der Schädel erschien massiv, hatte eine bizarre Form und war anders als alles, was Wissenschaftler je gesehen hatten. Was ist das denn? Viele hielten ihn für einen unmittelbaren Beweis für eine uralte, riesige Rasse, die einst die Erde bewohnte. Andere hielten ihn aufgrund seiner Größe und seines ungewöhnlichen Aussehens für die Überreste eines Dinosauriers. Würde ich auch sagen. Nach einer Untersuchung durch Experten wurde festgestellt, dass der Schädel von einem Zwergpottwal stammte. Der Zwergpottwal starb wahrscheinlich im Meer und wurde an den Strand gespült. Ich hätte jetzt gesagt, es wäre irgendein Vogel oder so. Der Schädel selbst ist ein beeindruckendes Exemplar über 1 Meter lang und mehr als 135 Kilogramm schwer. Diese Entdeckung beweist, dass wir immer noch sehr wenig über unsere Ozeane und die darin lebenden Meeresbewohner wissen. Wer weiß, vielleicht lauern in den Tiefen des Ozeans noch größere Meeresbewohner. Safe, glaubst du das? Digga. Safe. Nummer 2. Ozean ist fast nicht erkundet. Wenn ihr von einem spanischen Entdecker und einer goldenen Kanonenkugel hört, seht ihr wahrscheinlich sofort Dollarzeichen in euren Augen. Im Jahr 2021 machte ein Amateur-Fossilienjäger an einem Strand in Kalifornien eine bemerkenswerte Entdeckung. Ein perfekt kugelförmiges Objekt, das wie eine riesige goldene Kugel aussah. Bei näherer Betrachtung bestätigte sich, dass es sich bei dem Objekt um eine Kanonenkugel aus massivem Gold handelte, deren Wert auf Millionen von Dollar geschätzt wurde. Millionen von Dollar, Alter, ich habe eindeutig die falschen Hobbys. Die Entdeckung erregte die Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Es wird angenommen, dass die Kanonenkugel wahrscheinlich von spanischen Entdeckern oder frühen Siedlern zurückgelassen wurde. Wow. Man nimmt an, dass sie während des kalifornischen Goldrausches Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt wurde. In dieser Zeit wurde in der Region Gold entdeckt und die Menschen strömten auf der Suche nach Reichtum in die Region. Die Herstellung einer Kanonenkugel aus massivem Gold ist jedoch unglaublich schwierig und erforderte spezielle Werkzeuge und Techniken. Experten schätzen, dass geschickte Handwerker Wochen, wenn nicht gar Monate, für die Herstellung gebraucht hätten. Wow. Okay, Nummer Platz 1, die gruseligsten Dinge am der Strand. Der Grunzen ist eine einzigartige Fischart, die an der Südküste Kaliforniens in den Vereinigten Staaten vorkommt. Diese Fische sind für ihr ungewöhnliches Laichverhalten bekannt, bei dem sie in den Frühjahrs- und Sommermonaten in großer Zahl an Land kommen, um ihre Eier in den Sand zu legen. In diesem Video sehen wir tausende von kleinen Fischen, die mitten in der Nacht an Land kommen, um zu laichen. Der Laichvorgang der Grunzen ist ein bemerkenswerter Anblick. Nachdem das Grunzenweibchen an den Strand geschwommen ist, gräbt es mit seinem Schwanz ein kleines Nest in den Sand. Sie legt dann ihre Eier in das Nest und wird von einem oder mehreren männlichen Fischen begleitet, die die Eier befruchten. Sobald die Eier befruchtet sind, Digga, wie überleben die aber am Strand? Ich check's nicht. Bedeckt das Weibchen sie mit seinem Schwanz mit Sand und schützt sie so vor Fressfeinden. Was den Lauf der Grunzen so faszinierend macht, ist die Tatsache, dass er nur nachts im Licht der Sterne und des Mondes stattfindet. Trotz ihres faszinierenden Laichverhaltens ist die Grunzenpopulation derzeit durch Lebensraumverlust, Verschmutzung und Überfischung bedroht. Es werden Anstrengungen unternommen, um diese wichtige Art zu schützen und zu erhalten, unter anderem durch die Einrichtung von Meeresschutzgebieten und die Anwendung nachhaltiger Fischereipraktiken. Was habt ihr schon... Ja gut, das war aber jetzt nicht gruselig, oder? Also ich fand die meisten Dinge davon nicht gruselig, sondern eher so interessant, erstaunlich, aber 20 gruseligsten Dinge, die am Strand gefunden wurden, ich fand locker 15 Stück davon nicht gruselig so, oder? Was sagt ihr, Alter? Checkweise Eule ab, wenn ihr das Original anschauen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wir sehen uns morgen wieder, bis dann.